Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Ich stecke immer noch hier fest. Ich weiß noch nicht, wie ich rauskommen soll. Denn ich habe unglaublich Panik vor Wasser. Und ich werde einen Teufel tun, da reinzuspringen. Vor allem, da ich weiß, dass hier irgendwo ein Hai rumschwimmt. Aber ich nicht weiß, wo. Ich hoffe einfach, dass ich hier irgendwie wieder rauskomme. Oh mein Gott. Cool. Tschüss. Ich gehe. Ich bleib hier ganz bestimmt nicht. Wir gehen einfach rechts den Weg dann. Oh, warte mal. Ich sollte vielleicht mir noch ein Energy reindonnern und was futtern. Weil meinem Körper geht es gerade gar nicht gut. Oh, zack, zack, zack. Okay, das sollte reichen. Ich will einfach nur hier raus. Das heißt, rechts halten war das, ne? Weiß nicht, was es hier noch so alles gibt, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gar kein Interesse, das herauszufinden. Ich will einfach nur hier raus. Ich will einfach zu meinem guten Kelvin. Ich will wieder in seine starken Arme. Oh, was haben wir denn hier? Ach so, ein Schädel. Ich will einfach in Kelvins starke Arme, die gerettet werden von ihm höchstpersönlich. Das wäre krass, wenn Mutanten auch einfach in die Höhle kommen können. Also wenn ich jetzt zurücklaufe, auf einmal wartet da, weiß ich nicht, so zwei, drei Mutanten auf mich. Die dann denken so, hello there. Ihr das gerade gehört? Diese lauten Stapfer. Alter, ihr scheiß Fledermäuse, Alter, fickt euch einfach. Diese ganz lauten Stapfer da gerade, die gefallen mir gar nicht. Aber hier geht's raus. Oh, da geht's raus. Jetzt raus, 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 raus. Yeah. Freiheit. Verdammte Scheiße. Boah, ist das hell. Boah, ist das hell. Dann machen wir wieder mal 50. Ist mir zu hell sonst. Also hier draußen brauche ich das nicht. Boah, ich bin frei. Oh mein Gott, ich bin frei. Oh mein Gott, ich bin draußen. Virginia ist auch gleich wieder da. Wahnsinn. Können wir sie von hier irgendwie sehen? Müsste irgendwo da drüben sein. Naja, irgendwo, es kann echt noch weit sein. Naja, wir sind draußen. Moin, Kevin. Was geht? Ich hab dich vermisst. Hab dich vermisst, verdammte Kacke. So, dann hängen wir mal die zwei Fische auf, die wir noch gesammelt haben. Oder drei. Platz haben wir aber nicht. Würde ich sagen, machen wir uns das Ding einfach. Noch ein Pockenseil. Und das können wir einfach hier parallel bauen. Na? Na? Da. Ja, dann hängen wir einfach den nächsten Fisch auf. Das mit meinem Bein und sowas, was ich hier dabei habe, das lassen wir mal weg. Ach, scheiß drauf, komm, den hau ich mir jetzt rein. Den hau ich mir einfach gleich rein. Den hänge ich erstmal hin. Aber vielleicht gibt es wieder eine sexy Animation. Den Arm auch noch. Den gönnen wir uns jetzt einfach mal. Rein damit. Ja, okay, gut, die Animation war jetzt alles andere als spannend. Was mit dem Bein? Ah, gut, da knabbern wir auch nur am Bein rum. Naja. Lecker war es jetzt nicht. Aber was soll's. Was soll's. Was soll's. Ah, sie hat auch irgendwie keinen Bock zu kommen, oder was? Okay, ja, wir haben jetzt ein Tauchgerät. Das finde ich ziemlich nice, da ist ein Schmeißen. Auch wenn der Helikopter viel zu weit da drin im Wasser ist. Was ist denn das? Was ist das? Boah, nee, 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 da gehe ich nicht rein. Könnt ihr mich mal? Nee, nee, bevor ich da reingehe, hack ich mir lieber ein Bein ab.
Was können wir denn noch machen? Wir können Knochenrüstung. 4 Knochen. Okay, das brauchen wir. Das brauchen wir. Seilrutschenseil. Techrüstung. Zeitbombe. Handgefertigter Speer. Das haben wir schon. Knochenrüstung. 4-mal Knochen. Wo haben wir denn das Knochen? Ich packe einfach alles an Knochen hin, was ich habe. Oh, noch eins. Wie viel liegen da noch? 7. Dann machen wir gleich noch eins. Und jetzt haben wir noch 3. Ja, und die liegen jetzt auch da unten. Ach, hier. Okay, davon brauche ich aber gerade nichts. Zeitbombe. Draht, das. Eine Uhr. 5 Münzen. Computer, C4 und Münzen. Wo sind denn Münzen? Wo haben wir denn Münzen? Da haben wir Münzen. So. Da legt der Preis in die Mitte und klebt zusammen, oder was? Ja, okay, passt. Kann man so lassen. Ja, sonst habe ich nichts mehr. Okay, dann haben wir das schon mal. So. Ich würde sagen, du brennst mir aber jetzt nicht nochmal hinterher, oder? Ja, genau. Komm, passt schon. Wieso kriegen wir eigentlich keinen Besuch mehr? Haben die gemerkt, dass hier einfach die Leute zu krass am Zug schlagen würden? Boah, aber wisst ihr, was ich noch mache? Ich speichere jetzt erstmal. Das ist jetzt das, was ich mache. Speichern. Das habe ich auch schon wieder eine Ewigkeit nicht gemacht. Zack. Ist der ganze Fortschritt noch weg. Ich habe mal gar keinen Bock drauf. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ich muss mal kurz was nachgucken. Ich glaube, der Ton ist jetzt mal ganz kurz weg. So, der Ton ist wieder da. Okay. Ach, das piept wieder, weil sie in der Nähe ist, oder was? Ich gucke einfach mal, wo sie jetzt ist. Ich schaue jetzt mal nach. Irgendwo da oben. Am Weg. Ach da. Hi. Hi, wie geht's? Sieht echt interessant aus mit ihren 3 Armen. Als hätte man die einfach nur da platziert. Das sieht nicht so aus, als gehört es dahin, so wie es dahin geklebt wurde. Oh, Sonne, hör auf meinem Bildschirm rumzublenden. Oh, schau mal, da ist schon wieder so ein Dude. Moin, Kollege. Oh, der hat auch so ein Ledertäschchen verloren. Kann ich eigentlich so einen wieder aufmachen? Ah ja. Und ist wieder dasselbe drin. Ah ja, okay, cool. Was macht sie? Versucht sie mit dir zu interagieren? Du lässt sie Virginia in Ruhe, du. Komm mal, Wichser.
Da vorne ist auf jeden Fall schon wieder der Typ mit seiner komischen Säge. Genia ist irgendwo da unten. Da rennt sie rum. Ich glaube, jetzt sollte es ja kein Problem sein, den Typen aufs Maul zu hauen. Oh, er kommt schon. Ja, siehst richtig. Ich loote dein Zeug weg. Was willst du dagegen tun, hä? Willst du dich mit mir boxen? Boah, Alter! Boah! Scheißendreck, der hat mir sofort so eine Rüstung weggehauen. Hä? Wieso kann ich nichts machen? Was ist jetzt mit dem? Der ist einfach umgekippt. Diese scheiß goldene Maske, Alter. Alter, das Ding hat ja übel Schaden, Mann. Das macht so viel Schaden. Lass mal nachrüsten. Ach, Mann, ey. So ein Sack. Sonst, der hat hier nichts, ne? Was ist das, ein komischer... Nein, man kann sich endlich hinsetzen, oder was? Auf so einen ekelhaften Thron. Echt ekelhaft. Geht trotzdem mal weiter in die Richtung. Wenn ich kann. Komm. Ja, jetzt so. Ich laufe jetzt mal diesen Weg da hier einfach nach. Habe ich bisher auch, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Einfach straight den Weg laufen. Wo wir wohl hinkommen? Ich kann auf jeden Fall noch so ein GPS holen. Und was kann ich noch machen? Das ist eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Was passiert eigentlich, wenn man stirbt? Was haben wir denn hier? Ist schon wieder voll. Ist einfach ein Massengrab. Ich habe keine, ich bin voll mit Flaschen. Das werden wir aber so nicht akzeptieren. Das werden wir so nicht akzeptieren. Die Flasche, die nehme ich schön mit. Drück halt einfach straight die ganze Zeit E. Also kriege ich einfach alles. Einfach alles nehmen. Gehen wir mal da lang. Also hier den Weg lang, meine ich. Wobei ich will eher zu dem See. Das ist ja, glaube ich, egal, welchen Weg man da lang geht. Oder? Beide Wege führen dahin. Aber der eine führt mich halt straight dahin und nicht erst da drüben. Dann gehen wir lieber da drüben lang. Ich glaube, da haben wir mehr von. Als
ob aber mein Speer immer noch das stärkste ist, was ich habe, ey. Also gefühlt zumindest. Mache ich damit am meisten. Okay. Kam jetzt der Schrei schon wieder her? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was haben wir da vorne? Ganz viele Gräber. Noch ein Massengrab. Ja, ich habe halt keine Schaufel. Mann, wo kriegt man denn die Schaufel her? Oh lol, Hasen können jetzt auch schon jumpen. Perfekt. Aber irgendwie kann man denen das Fell nicht mehr abziehen. Haben die veganen Leute sich beschwert? Nee, keine Ahnung. Bei. Alter. Wo bist du denn? Guck mal, Fixer. Da. Du bist es nur so ein kleiner Spacko. Ah, renn mich ruhig hinterher, ist mir doch egal. Oh, hier ist Nebel. Warum ist hier Nebel? Das sieht doch nach einem fancy Ort aus, um ein Lager aufzuschlagen. Genau hier. Immer noch verfolgt. Hier auf dem Baum so ein Baumhaus. Direkt am Wasser. Super geil. Aber wieso gibt es hier keine Lurche und so mehr? Aber Hauptsache hier gibt es so scheiß Schildkröte oder was. Schau mal, wie süß die ist. Die ist ja voll Baby. Voll das Baby. Kann man hier was trinken? Achso, ich habe den Spender. Wahrscheinlich aber schon. Wahrscheinlich aber schon. Das ist doch ein super Ort. Da schön reinbauen. Einfach die Ruhe genießen. Ich glaube, das werden wir machen, oder? Einfach hier umziehen. Einfach umziehen. Aber wie bringe ich dann dazu, dass Virginia dahin rennt? Alter, habt ihr mich erschrocken? Warum sind die so klein? Oder wirkt das nur so? Das ist immer voller Dreck, das sind so richtig getarnte Pisser. Und dann schreien sie einen von hinten an. Gell, okay, der Wichser. Aua. Aua. Die kleinen Pisser, ey. Hat der eine Unterbuchse an? Ah, da klettert er rum, der Gollum. Oh. Er hat mir schon wieder eine Rüstung kaputt gemacht. So, mancher von immer so ein Bag dabei. Der hat halt einfach kein Schniegel. Im ersten Teil hatten so Leute wie ihr noch Schniedels. Aber Hauptsache ihr Bubis. Naja.
Naja. Aber hier gibt es keine Haie, oder? Klar, Süßwasser und so, Fluss. Aber es geht ins Meer. Könnte schon sein. Nee, aber wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber sagt niemals nie. Man weiß ja nicht, was sich die Entwickler so alles haben einfallen lassen. Ey, das Gewitter klingt so fucking realistisch. Komm ich drauf klar. Wo laufe ich jetzt eigentlich als nächstes hin? Dem I da, ne? Habe ich noch eine Rüstung? Weil es nervt mich, dass ich schon wieder eins weniger habe. So. Brauche ich eigentlich gerade alles gar nicht. Ist das die Stelle, wo ich dann auch das letzte GPS geholt habe? Oder ist das dann eine andere? Oh, lag. Aber nur ganz kurz. Alter, schrei mich nicht an. Oh, was haben wir hier? Schon wieder eine Stelle mit Musik. Oh, da liegt jemand im Wasser. Kein Bock hier von hinten angegriffen zu werden. Wegen dem Regen und so höre ich halt fast gar nichts. Ich wurde ja schon angeschrien. Oh, wieder ein paar Leuchtstäbe. Immer sehr gut. Da, ich wusste es. Schau dir den Pisser an, Alter. Brauchst nicht so tun, als wärst du tot. Schmeißt du mich mit Steinen? Ihr seid doch immer mehr als zwei. Wo sind die anderen Pekolikos, ey? Ach, das kann man auch kaputt machen. Leiterpalette, ja toll. Leiterplatte meine ich. Der hat eine Axt. Einfach eine Axt gehabt. Wieder zwei Flaschen. Werden wir auch gleich mal zwei machen. Ja, jetzt wird die Musik ein bisschen laut, finde ich. Also, das ist der Regen. Oh, Granaten. Pilze. Alter, jetzt ist aber wild. Ich kann keine Batterien mehr tragen. Naja, dann haben wir hier auch erstmal als Genüge. Was ist das eigentlich für eine Axt? Machete. Hier, moderne Axt. Oha, die macht gut Schaden, ist aber dafür langsam. Nun denn. Alter, jetzt geht der Sturm aber richtig ab.
Also das wird jetzt echt ein bisschen laut. Audio. Okay, das war das Falsche. Das hat nichts gebracht. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht umstellen. Also ich mache das Master noch ein bisschen runter. Ja, es fühlt sich immer noch genauso laut an. Neue Anleitung. Okay, schauen wir uns gleich mal an. Boah, ich habe ja keine Ausdauer mehr. Ja, mein GPS-Ding knallt richtig durch, aber ich höre halt nichts. Ich höre absolut gar nichts. Alter, das Rahmenzeug, das macht ja mein Durst von nach oben. Also erst Rahmen, dann trinken. Krass. Ich werde jetzt jedes Mal eins holen. Hey, wie Taschenlampe? Wieso hatte ich letztens keine Taschenlampe? Wollt ihr mich verarschen? Wie, ich habe einfach eine Taschenlampe übersehen oder was? Ja, krass. Kombinieren. Keine Ahnung mit was. Ich würde aber einfach mal sagen, wir bauen jetzt hier ein kleines Lager. Brauche ich das da? Wie war das? Hier hin. Und irgendwie noch eins irgendwo hin. So. Und dann so eine Ding hier. Geht es dann einfach so? Oh. Oder ich leg's erstmal dahin und dann muss ich das andere nehmen, alles klar. Hey, machen wir es halt so rum. Also das sah aber im Trailer viel cooler aus. Ach, ich brauche nur eins zum Schlafen und zum Speichern. Achso, ja dann. Ja dann. Speichern wir, wie gesagt, immer erst speichern und dann alles andere. Und dann schlafen. Okay, es ist 4 Uhr morgens. Aber wir können es wieder einsammeln, oder? Nee, geht nicht. Dann speichern wir trotzdem nochmal. Alter, ist es laut. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Sons of the Forest. Ciao, ciao.